Da spielst du, ist das, spielst du Trackmania auf einem Pad oder spielst du Trackmania im Flugzeug? Also auf dem, das also ist, da hat kein Bildschirm, ne? Das ist tatsächlich im Flugzeug, aber es ist auf einem Pad. Also es ist nicht integriert, aber es ist auf einem Pad. Und zwar war ich da, Air France Cup hieß es, das war 2019, glaube ich. Ja, 2019. Und da wollten die ein neues Internetsystem testen im Flugzeug. Und da haben die Trackmania ausgewählt. Und da mussten wir nach Paris reisen, zum Charles de Gaulle Airport. Und da haben die extra extra einen Flug gebucht, nur für dieses Event. Und wir haben da eine richtige Trackmania LAN im Flugzeug sozusagen gehabt. Und ja. Von wo seid ihr geflogen? Erste E-Sport-Event in meinem Flugzeug sozusagen. Achso, ich dachte, das war deine erste LAN im Flugzeug. Ja, gut, okay, also ich glaube jetzt nicht, dass es eine zweite LAN im Flugzeug geben wird. Na gut, man weiß nie, aber... Aber ja, wollte gerade, also klar, erstes E-Sport-Event im Flugzeug. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so typisch, dass man im Flugzeug ein E-Sport-Event startet. Nee, nicht wirklich, aber es war eine Erfahrung, die war schon relativ wild. Und das war auch 2019? 2019, glaube ich, ja. 2019, ja. Ende 2019, glaube ich, ja. Wo seid ihr da hingeflogen? Einfach im Kreis immer? Nee, wir sind von Paris nach Toulouse geflogen. Hm. Ich glaube, es sind so 1,5 Stunden ungefähr. Echt, wir so haben lange? Extra... Krass. Nee, das war... ich glaube, die Hälfte war E-Sport und die andere Hälfte war Passagierflugzeug. Also die haben da extra so eine Abtrennung gehabt. Und da war die erste Hälfte war nur mit Personal, also mit hier 50 Leute mit nur Personal, die dafür zuständig waren. Und halt eben, ich glaube, 10 Spieler waren wir, glaube ich. 10 oder 12. Und ja, wir haben dann eben solche Sitze bekommen. Und damit es noch relativ professionell aussieht, ein bisschen Acting vor mir gemacht, dass sie sich unterhalten. Und ja, da hatten wir Hin- und Rückflug... das Turnier gespielt. Da hast du nicht nur den Schnauzer, sondern auch ja, den Ja, da habe ich dann angefangen, so es wachsen zu lassen, ja.